Hallo Leute, heute Alex liest bei mir zum Wordrap, zu unserem Dauerthema lieber leiser in die Zukunft als laut ins Out. Du weißt, was das ist. Kurze Antworten, kann auch mal zwei Sätze sein. Ist halt heraussprudelt. Jawohl. Wir hauen uns rein und schauen, was rauskommt. Motorrad. Motorrad, ein schönes Hobby. Die Bedeutung von Motorrädern für mich und meine Emotionen. Meine Hauptemotion ist, als Moderator der Harley-Davidson Charity Tour mit dem Motorrad Geld zu sammeln für Menschen, denen es nicht so gut geht. Mir gefällt am Motorradfahren das direkte im Leben sein. Streckensperren dagegen sind nicht lustig. Steuern zahlen, aber nicht fahren dürfen, bedeutet ein Verbot, das nicht sein muss. Das 95 Dezibel Standgeräusch als Begrenzung, darfst fahren, darfst nicht fahren, finde ich blöd, weil als DJ muss ich auch mit 85 Dezibel oft rumgehen. Wochenendfahrverbote kommen bei mir blöd, weil ich hauptsächlich am Wochenende zum Motorradfahren komme. Meine Botschaften in diesem Zusammenhang mit den Verboten lauten: Bitte miteinander sprechen, bevor Verbote ausgesprochen werden. Die Lärmentwicklung von Bikes ist? Kann nervig sein, muss auch nicht sein, man kann ja auch leiser fahren. Und das ist das Thema. Loud Pipes save lives. Ein Spruch, den ich noch nie verstanden habe. Andere sind zu empfindlich. Stimmt, stimmt nicht. Kann sein. Ich bin Gott sei Dank nicht in der Lage, möchte mir aber ehrlich gesagt auch nicht reinversetzen müssen. Gut. Ich hätte kein Problem, an einer Motorradstrecke zu wohnen. Ja, nein, weil? Motorradstrecken haben den riesengroßen Vorteil, dass sie sehr schöne Gegenden sind. Also ja, ich möchte gerne an einer schönen Gegend wohnen. Die Straße als Rennstrecke akzeptabel, nicht akzeptabel? Nein. Nein. Absolut nein. Nein. Wer bremst, verliert? Nein. Bist schon reifer, bist schon drüber hinaus. Nein, das war ich aber nie. Gut. War ich nie. Nein. Das Gas ist rechts. Noch so ein Spruch. Das Gas ist rechts und wer bremst, verliert. Na, das. Ich ertappe mich oft, dass wenn ich im Auto hinter einem Griecher nachfahre, so 100 km/h auf der dritten Spur Autobahn, dann kommen mir auch solche Sprüche aus, aber beim Motorradfahren nicht. Gut. Rücksicht nehmen bedeutet für mich? Alles eigentlich. Also nicht nur beim Motorradfahren. Rücksicht nehmen, okay, auf das Gegenüber, auf das Miteinander, das ist wichtig. Runter vom Gas, in Ordnung? Na klar. Klar. Ich möchte mit meinem Motorrad auch in Zukunft die Schönheit des Landes Österreich erkunden dürfen. Und am Schluss, lieber leiser in die Zukunft als laut ins Out. Ein guter Spruch, leider ist er nicht von mir. Damit hören wir auf. Vielen Dank, lieber Alex. Danke sehr. Ciao.